Mädels. Moin Jungs, hier ist euer Keller. Heute sende ich euch mal das Wort zum Pfingstwochenende, Leute. Hör mal, kommt da gut rein, hör mal, das muss sein. Hör mal, Leute, und wisst ihr was? Ich sage euch eins. Hör mal, das passt wie Arsch auf Eimer. Hör mal, brauchen wir doch gar nichts zu diskutieren drüber, oder? 3 Tage frei. Das kostet auch 3 Tage mal richtig Patronen, Jungs, hör mal. Hör mal, wisst ihr was? Und da hat der Kalla sich die Woche mal so richtig schön gefreut. Hör mal, wisst ihr was? Kalla hat Lohnsteuerjahresausgleich wieder gekriegt. 1390 Patronen, hör mal. Ja, die gab's wieder. Hör mal, vom Vater Staat, hör mal. Da gab's auf meinem Konto Saat, Leute. Geht doch nicht, oder? Hör mal, der Steuerberater gab richtig Gas, hör mal. Oh, da wächst ja richtig Gras auf meinem Girokonto. Hör mal. Angie, grüß dich, Kalla hier, hör mal, 1390 Patronen habe ich wieder gekriegt, ich bin stolz auf dich. Und Angie, weißt du was, hör mal, wollen wir mal ganz ehrlich sein, ich habe das extra erst zur Mitte des Jahres gemacht. Hör mal, Angie, Anfang des Jahres, da wollen wir doch mal ehrlich sein, da wollte ich dir doch in deinem Ballon seinen Rocktisch nicht schon so ein Loch reinreißen, oder Angie? Aber weißt du was, ich habe mir das überlegt, hör mal, aus Vaterlandsliebe, Mitte des Jahres erst. Aber weißt du was, Angie, am Pfingstwochenende, da isst du jetzt mal Zwieback und Knäckebrot und trinkst einen Eimer Gelsenwasser, nicht Champagner und Kaviar. Hör mal, Angie, das muss auch nicht immer sein. Ach, Entschuldigung, Gelsenwasser gibt's doch da oben in Berlin gar nicht. Hör mal, Angie, da musst du mal aus deiner Dienstwohnung runterlaufen, hör mal. Mit einem Eimer runter zur Spree, da musst du dir da mal einmal Wasser rausziehen, hör mal. Da gibt's doch ein bisschen billiger, hör mal. Da läuft doch nicht die Wasseruhr. Da kannst du da oben laufen und dich mal richtig voll saufen, Angie. Geht doch nicht. Aber Angie, eins sag ich dir. Hör mal, seh du mal zu, dass du die Versicherungshainis hier, die Manager hier, hör mal, die Kohlrabi-Gesichter da mal an den Arsch packst. Wie kann das sein? Bei uns, hör mal, wir sparen lang auf die Lebensversicherung, aber da wird hier eine Rendite von 25.000 Euro versprochen und hinterher, aber wenn du 64 bist oder was oder 65, aber da kriegst du 15.000 Patronen noch raus. Hör mal, Angie, hör mal, da verlange ich hier Bürgerliebe, gib da mal ein bisschen Knallgas, Angie, das sag ich dir. Hör mal, eins sag ich dir, Angie, da mach mal was für uns, hör mal, ich habe auch an dich gedacht, Mitte des Jahres das Lohnsteuerjahresausgleich, da brauchst du jetzt erst Knäckebrot, Zwieback fressen, hör mal, denk dran, Angie, hau rein, schönes Pfingstwochenende. Ach, ja, Jungs, jetzt weiß ich auch, warum die alle so blöd gucken, Gär. Ich fahre ja noch in Helm durch die Gegend. Mensch, die gucken wieder alle blöd an. Oh, was ist das denn? Hey, ist die Kleine. Hör mal, vom Bratwurststand, hör mal. Die hat auch schon Feierabend. Die fährt nach Hause, hör mal, Jungs, hör mal. Da fress ich immer eine Bratwurst bei der Alten, hör mal. Die hat auch schon Spinnenweben vor der Pflaume, hör mal. Hör mal, die ist doch total krank in den Bieren, hör mal. Hör mal, die zieht abends immer Pariser, hör mal, die kalte Bratwurst, hör mal. Die kriegt auch schon keinen ab mehr. Die hat noch gar nicht gemerkt, dass eine Bratwurst gar nicht abfeuert, hör mal. Wenn sie sich die, hör mal, bis zur Gebärmutter reinfährt. Geht doch nicht, Jungs, hör mal. Aber ein Vorteil hat das, hör mal. Die braucht mal so ein richtig Lebenpimmel, eine Lebenbratwurst, Leute, hör mal. Die könnt ja der unter dem Schwenkgrill, könnt ja der so richtig einfach braten, hör mal. Ach, geht doch nicht, hör mal. Wenn du da so eine Lebenbratwurst reinfährst, hör mal, da kriegst du die ganze Woche da Bratwurst und Frikadellen umsonst, hör mal. Die ist dankbar, ein Leben lang, Leute. So, Jungs, wisst ihr was? Hör mal. Ich habe gerade meine letzte Tour hier zum Kunden gebracht, Leute. Hör mal, den habe ich hier in der Box, habe ich den noch richtig schön 27 Tonnen Mauersand gegeben. Und ich hoffe, dass die Jungs nicht am Samstag mauern, denn der Keller ist lieber am Versauern, Leute. Und wisst ihr was, da lassen wir jetzt langsam das Pfingstwochenende ein, Leute. Die Karre habe ich gestern schon hier gewaschen, der Keller war schon fleißig, hör mal. Der LKW ist blitz und blank, hör mal. So richtig schlank, hör mal, Leute. Und wisst ihr was, der Keller macht sich gerade mal ein bisschen Sorgen. Wisst ihr auch warum? Hör mal, ich habe Angst, dass die Angies den Kalla seine Videos guckt. Hör mal, Leute, was meint ihr? Guckt die Angie heimlich Kalla-Videos oben in Berlin in ihrem Dienstbett? Hör mal, nicht, dass die Angie dabei noch ein bisschen wuschig wird. Hör mal, Angie, hör mal, und falls du Kalla-Videos guckst, hör mal, Angie, hör mal, ich grüße sie nochmal. Und weißt du was? Hör mal, du fragst sie doch bestimmt, was der Bekloppte mit dem Steuergeld macht, was er zurückgekriegt hat. Hör mal, Angie, das sag ich dir. Hör mal, weißt du, was der Kalla da gemacht hier? Hör mal, Angie, da heiz ich mit den Flattermännern. Hör mal, da heiz ich am Wochenende so richtig schön den Promille-Kamin, den Huren- und Nuttenkamin mit an, hör mal. Den lass ich so richtig aufflammen, lodern, hör mal. Da kannst du eine Gurke hier im Ruhrgebiet, hör mal, da kannst du eine Fertiggarage oben aufs Dach als Kamin aufstellen, Angie. Hör mal, bei dir, du heizst den Kamin doch nur mit Kaminholz, hör mal, mit dicken Eichenbalken, hör mal. Da ist so bei dir nur am Knistern und am Knacken, ne? Hör mal, Angie, jetzt hör mal genau zu. Hör mal, weißt du, was da ein Keller ist? Hör mal, der Keller ist ein...
Der Kalle ist ein Schwein, Angie. Und das muss sein. Weißt du was, Angie? Hör mal, wenn das bei dir im Kamin vor Holz nur knistert und knackt. Hör mal, Angie, hör mal, weißt du, was das beim Kalle macht? Hör mal, beim Kalle, hör mal, da knistert es jetzt am Pfingstwochenende. Hör mal, da knistert es richtig auf der Leber. Und da knackt es und knistert es auf meiner Pimmelkuppe. Leute, und das sagt uns, hör mal, da machen wir dieses Wochenende da was wohl, hör mal. Hör mal, da lassen wir den Promille-Kamin, den Hund- und Hurenkamin rauchen und fauchen, Leute. Jetzt läutet das Pfingstwochenende ein. Knallgas!